Ja, einen schönen guten Morgen allerseits. Freut mich, dass so zahlreich gekommen sind. Also, Docker. Vor einiger Zeit bin ich selber über das Thema gestolpert, weil man ihm ja nicht auskommt. Das Thema Docker, das ist ja allgegenwärtig, vor allen Dingen in diversen Fachpublikationen. Und irgendwann fiel auch dann das Wort Oracle und Docker zusammen und da ist dann interessant geworden. Und deswegen habe ich mich vor ungefähr ein Dreivierteljahr habe ich begonnen, mich ein bisschen zu beschäftigen damit. Und daraus hin haben wir dann einen Vortrag daraus gemacht, weil wir uns gedacht haben, vielleicht interessiert es mehr Leute. Docker ist ein spannendes Thema. Man, da baut inzwischen schon sehr viel mehr drauf auf. Es ist ein bisschen ein Hype auch wahrscheinlich, aber trotzdem ist es nicht uninteressant und deswegen, wie gesagt, das ist der Grund für diesen Vortrag. Wir werden uns generell beschäftigen. Was ist Docker? Wie kommt es dazu? Woher kam das? Warum hat es so eine große Verbreitung? Warum ist jetzt Docker auf einmal so das heiße Ding? Dann eben, wie spielt das zusammen mit der Oracle-Datenbank? Und dann halt spezielle Themen wie zum Beispiel, kann ich auch eine Datenbank patchen, die in einen Container rennt? Kleiner Spoiler, ja. Und ja, der Rest ist halt, was noch überbleibt, also wo ich keine gescheite Überschrift gefunden habe. Das nennt man dann immer Verschiedenes. Ne? Gibt es auch ein paar interessante Themen. Gut, Container. Das beginnt eigentlich schon sehr, sehr, sehr früh. Und zwar das eigentliche Konzept von Containern ist das da, dieser System Call, Change Root. Den gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ich habe einmal ein bisschen geforscht, also es gibt ihn noch nicht seit Anbeginn von Unix, aber schon sehr früh. Und das ist eigentlich der wichtigste System Call überhaupt im Unix-Betriebssystem. Mit dem legt man nämlich fest, wo jetzt die Root des Filesystems liegt. Und alles, was da drüber liegt, ist nicht mehr sichtbar. So funktioniert ja auch der Linux-Kernel oder jeder Unix-Kernel. Der bootet als allererstes, dann schaut er, dass er die Platte kriegt, dann setzt er sich in die Platte hinein und sagt, das ist jetzt meine neue Root mit einem Change-Root-Kommando. Und so funktioniert das. Und genauso kann man das auch selbst benutzen. Man kann einfach sagen, pass auf, ich nehme einen kleinen abgeteilten Dateibaum und erkläre dem zu meiner Root. Und dann ein Prozess, der da drinnen läuft, kommt nicht mehr raus oder nicht leicht raus. Ich habe das selbst einmal benutzt. Vor langer, langer Zeit, als ich noch bei Oracle war, da haben die Oracleaner, die Zentrale in Oracle-Hausen, hat die interessante Idee bekommen, sie werden jetzt auf jeden Rechner der Angestellten eine Software installieren, die überwacht, ob ja lauter lizenzierte Software vorkommt. Gut, die erste Welle dieser Software, die ist an mir vorübergegangen. Ich habe nämlich den Laptop kaum, dass ich ihn bekommen habe, sofort auf Linux umgestellt. Und komischerweise, das Exe, das ist nicht gerannt, ich weiß nicht warum. Also, hat nicht funktioniert. Dann haben sie aber tatsächlich eines für Linux herausgebracht. Daraufhin habe ich dem Ding ein Change-Root-Gefängnis gebaut, habe es dort laufen lassen und hat es dann nichts gefunden, was es gestört hat und alle waren glücklich. Hat gut funktioniert, war gar nicht schwer. Wenn man das probiert, es ist nicht was gut, es ist schwierig. Man merkt natürlich als allererstes, wenn man das versucht, kaum, dass man das Change Root abgesetzt hat, geht nichts mehr. Ne? Also das kann ich sogar hoffentlich demonstrieren. So, ich hoffe, das ist jetzt der Richtige. Ich mache mich jetzt zum Root. Ich stelle mich jetzt irgendwo hin, wo das ich, wo man Directory mkdir works 1. CD works 1. So, und jetzt sagen wir einfach Change Root. Da. Hier. Geht gar nicht. Ne? Das Problem ist nämlich, der macht den Change Root. Und dann sagt er, und jetzt hätte ich gerne die Bash ausführen. Da ist aber keine mehr. Er sieht keine mehr, weil er seine neue Root hat gar nicht. Das heißt, ich müsste jetzt machen mkdir bin und mkdir. Das müsste jetzt alles machen. Aber man kommt dann drauf, oh, verdammt, das ist ein Haufen Arbeit, weil das Bin-Bash-Kopieren alleine reicht natürlich nicht. Die ganzen Shared Libraries braucht man auch noch. Nicht? Und das ist gerade bei der Bash, wenn man da nachschaut, sind das relativ, es geht, nicht? So fünf, sechs Libraries, die man braucht. Also man muss sich ein eigenes Subsystem aufbauen, damit das funktioniert. Das geht, das ist nicht schwer, ein bisschen Arbeit ist das, aber ich habe das sogar mal automatisiert. Es ist alles möglich. Ja, funktioniert.
Gut. Ich wollte es einmal verwenden, um zum Beispiel meinen Browser in ein eigenes Root-Gefängnis laufen zu lassen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es doch eine Idee, ich lasse den Browser laufen in einem komplett eigenen Change-Root-Gefängnis, dass er da nicht ausbrechen kann. Interessanterweise habe ich das nicht zum Laufen bekommen, weil der Login-Prozess gescheitert ist. Ich weiß bis heute nicht, woran. Ich habe es dann noch ungefähr 3 Stunden Suche, habe ich es aufgegeben. Dieses blödsinnige PAM ist so derartig kompliziert. Also, ob es dann bleiben lassen, so wichtig, weiß man nicht. Aber rein theoretisch wäre es gegangen, aber man kann mit dem Schmäh kann man relativ viel machen. Ja, und das ist eben auch wirklich das, wie Docker funktioniert. Ne? Das heißt, da wird über das Change Root wird einfach ein Container aufgemacht. Dieser Container wird klarerweise ausgestattet mit den notwendigsten Binaries und dann kann das laufen. Gut. So, ich muss nur kurz schauen, wo sind wir? Ja, passt eh, sind wir richtig. Gut, also der Change Root. Das fand dann bald Anwendung. Ihr versucht es chronologisch zu ordnen. Interessanterweise scheint die erste wirkliche Anwendung, die das benutzt hat, BSD Jails zu sein, das im Jahr 2000 herausgekommen ist. Später kam dann OpenVZ. Und die Linux-Container, sie kamen erst 2008, die Linux-Container waren das erste, das wirklich auch kommerziell verwendet wurde, aber trotzdem, das war relativ alles mühsam, weil doch noch immer sehr viel Handarbeit notwendig war. Also das war nichts, was man einfach gesagt hat, na, Start und läuft und alles gut, sondern da war noch immer und da noch diese Library und da noch den Link und da noch das, also das war sehr viel Handarbeit und die Solaris Zones sind im Prinzip auch nichts anderes. Das ist was Ähnliches. Bei den Sounds ist ein bisschen ein Mittelding aus Emulation und Container, aber das ist auch das Gleiche im Prinzip. Ja, natürlich musste Microsoft auch nachziehen, praktisch zeitgleich, wie man sieht. Das Problem ist natürlich, dass die Microsoft-Architektur eigentlich nicht so gut geeignet ist dafür. Daher haben die ziemliche Kopfstände machen müssen, damit sie das hinkriegen. Und das ist eigentlich mehr Virtualisierung als Containerlösung. Gut, egal, soll sein. Und also jede Vorlesung, jeder Vortrag über Container muss so eine Folie haben. Jetzt habe ich hingesetzt, habe ich da eine gemacht. Ja, Vergleich, Virtualisierung, Container. Man sieht, da im Container ist ein dickes Loch drinnen. Da. Was soll das heißen? Naja, bei der Virtualisierung brauche ich halt ein komplettes Betriebssystem, das ich da virtualisiere. Genau das habe ich beim Container nicht. Bei einem Container habe ich im Prinzip wirklich nur die notwendigen Libraries, die notwendigen execs, also das ist alles viel weniger. Das heißt, die Schicht hier ist eigentlich auch noch viel dünner als die Schicht hier. Und da kann man sich klarerweise vorstellen, wenn ich auf einer mittelgroßen Maschine 100, 200 Container parallel laufen habe, kein Problem. 100, 200 Virtualisierungen, eher nicht. Vor allen Dingen, diese Virtualisierung, da gibt es dann nur verschiedene Arten, auf das lasse ich mich jetzt nicht ein, die teilweise die Maschine wirklich per Software emulieren, das geht dann gar nicht mehr. Also das ist dann schon sehr zäh. Während das Schöne am Container ist in Wirklichkeit, alle benutzen denselben Kernel, okay, das kann auch der Nachteil sein, aber sie brauchen, wie diese, jeder Container braucht nur wirklich die Software, die er braucht zum Laufen. Also wenn man ein klassisches Hello World Programm schreiben will, muss man halt schauen, dass man ein Shell zum Laufen kriegt und ein Skripto das Hello World ausgibt und das war's. Das sind nicht sehr viel, das ist sehr geringer Aufwand. Und im Gegensatz einer Hello World virtuellen Maschine ist vielleicht ein bisschen ungünstig vom Platzverbrauch her. Also das ist klar. Also das ist definitiv ein Vorteil. Klarerweise, es teilen sich alle denselben Kernel. Das heißt, ich werde hier eher nicht einen Windows-Container laufen lassen können oder der Solaris oder irgendwas. Das geht natürlich nicht. Es geht schon mit, dann sind wir schon wieder bei der Virtualisierung. Richtiger Container funktioniert ebenso, alle denselben Kernel aus. Zum Teil verkleidet sich der Kernel sogar, wenn man will, aber im Großen und Ganzen trotzdem. So. Ja, wann kam Docker? Docker ist da in der Beziehung ähnlich wie Oracle, nämlich die Firma hat nicht Docker geheißen, sondern .cloud. Oracle hat ja auch nicht Oracle geheißen, die haben ja RDBMS Incorporated, glaube ich, heißen das ähnlich. Ne? Bis drauf gekommen sind, dass eigentlich Oracle viel geiler ist und haben sich Oracle umbenannt, war nur das Produkt dazu geheißen. Hier ist es ähnlich,
die haben Docker ins Leben gerufen, die haben da nicht sehr viel Neues gemacht. Die haben einfach nur vorhandene Sachen zusammengetragen und halt lauffähig gemacht. Das war eigentlich das, was die gemacht haben. Und zwar so lauffähig, dass es wirklich problemlos geht, dass es einfach geht. Das heißt, das, was die da zusammengebracht haben, erstens vielschichtige Images. Das heißt, ich baue ein Image, Image komme ich dann gleich, und das baut auf einem anderen auf, das baut auf einem anderen auf, das baut auf einem anderen auf. Das heißt, die Images können aufeinander aufbauen. Dann eine ganze Bibliothek mit vordefinierten Container-Images, die ich benutzen kann. Dann einen eigenen Server, wo ich diese Images dann auch suchen kann und mich anmelde und die runterladen kann. Ein eigener Server-Daemon, der lokal bei mir läuft, wo ich meinen Docker habe, der das Ganze verwaltet, wo ich nicht viel selber machen muss. Und noch was, sie haben sehr viel als Open Source gemacht, denn das Ganze bewegt sich natürlich im Linux-Umfeld und dort kannst mit rein proprietärer Software keinen Blumentopf gewinnen. Da kommst du nicht recht weit. Da musst du entweder etabliert sein, wie Oracle mit der Datenbank, oder du kannst das vergessen, dann will keiner was davon wissen. Es muss schon Open Source sein, zumindest zu einem großen Teil. Und das ist es auch. Docker ist zum großen Teil Open Source. Es gibt nur Tools, die von der Firma sind, die dann nicht Open Source sind, aber das Kernkonzept ist Open Source und das ist das Schöne daran. So, ja, Hauptplattform klarerweise Linux, was sonst. Ne? Inzwischen gibt es Runtimes für Mac und für Windows. Ja, unter Mac ist natürlich eher simpel, ist ja auch Unix-Kernel, unter Windows ist natürlich schon mit Hängen und Würgen würde ich das nicht bezeichnen, aber halt nicht so weiß Gott wie toll. Also da sind schon ein paar kleine Kniffe notwendig und das alles, was auf Linux geht, geht nicht auf Windows. Daher, ja, schön, wird da nicht so eine Verbreitung finden, denke ich mir. Und der wichtigste Begriff, also die wichtigsten zwei Begriffe sind das Image und der Container. So, okay. Das Image ist ganz einfach. Das ist quasi das, was ich gerade vorhin gemacht hätte, also die ganzen Binaries zusammenkopieren, damit das Zeug auch lauffähig ist, damit ich meine Bash ausführen kann. Das ist das Image. Das ist quasi ein Tar-File, wo halt die ganzen Binaries, Libraries und sonstiges drin sind. Das ist der Container. Und das ist das Image. Und das Image kann ich dann irgendwann starten und das ist dann quasi der Container. Das heißt, ein Container ist nichts anderes als eine laufende Instanz von einem Image, wenn man so will. Das Schöne an einem Container ist, der Container selbst ist zustandsfrei. Das heißt, wenn ich innerhalb eines Containers etwas ändere, ist es noch ein Weg, wann ich wieder neu starte. Interessant. Aber werden wir schauen, wie das weitergeht. Wichtig, eben wie gesagt, alle teilen sich den Kernel, verwaltet wird es über den Docker-Daemon, das heißt, wenn ich jetzt da mit der Docker-Software etwas machen will, dann muss ich mit dem Docker-Daemon kommunizieren, der ist eh da. Meistens muss man dem User, mit dem man das machen will, auch noch die richtige Betriebssystemgruppe zuordnen, damit er das darf, das war's dann. Gut, ja. Die Docker-Engine besteht eben aus dem Daemon, das ist ein Docker-D, dann gibt es ein eigenes API dazu, das man benutzen kann, und ein Command-Line-Interface, mit dem man recht weit kommt. Also das Command-Line-Interface heißt Docker. Das heißt, alle Kommandos vom Docker beginnen mit dem Wort Docker. Gut. Ja, das ist ein Konzept, das man heute häufiger sieht. Ist okay. Ist auch relativ gut selbst dokumentierend. Also Docker Help und sowas funktioniert recht gut. Also das ist nicht recht schwierig und das kann man ausprobieren. Schauen wir mal, probieren wir mal irgendein lustiges Docker-Kommando. So, ah, nicht so gut. So, Docker, Hilfe. Ne? Und dann kommt er gleich mit einer langen, langen Liste. Man sieht schon, da ist einiges dahinter. Da sind viele, viele lustige Sachen. Da kann man zum Beispiel das machen, das werden wir dann später eh nochmal sehen. Docker LS, Docker Images. Schauen wir mal, welche Images wir haben. So, Docker Images, bitte sehr. Hier sind die Images. Also ich habe offensichtlich schon ein paar hier. Gut. Und sehr viele Kommandos vom Docker orientieren sich natürlich am Linux-Betriebssystem, also an der Shell, also mit LS und PS, Docker PS, müsste auch was laufen. Ja, da läuft was, hier ist ein Klick. Gut. Schlecht wäre, wenn hier nicht healthy stünde, ne, dann hätten wir ein Problem, dann würde der Container nicht funktionieren. Dann würde ich sagen, ah, das ist alles so selbsterklärend, da brauche ich kein Beispiel herzusagen. Ist aber nicht notwendig, es funktioniert ja eh. Gut. Das fasziniert mich, dass ich da immer reinklicken muss. So.
Also, wie gesagt, das Rest-API kann man auch benutzen. Ich habe es noch nicht benutzt. Command-Line-Interface ist mir eigentlich vollkommen genug. Und dann gibt es noch die Docker-Registries. Das sind im Server, von denen man Images beziehen kann. Docker selbst betreibt einen sehr großen. Klarerweise kann jeder quasi so ein Registry betreiben und öffentlich machen. Das Problem ist halt nur, wenn man von irgendeiner unbekannten Registry ein Image bezieht, sollte man sich schon fragen, ob das vertrauenswürdig ist oder nicht. Denn das ist quasi eine komplette Maschine, die man da sich ausborgt, weiß der Teufel, was die macht. Das ist also die zertifizierten Images von Docker selber, die sind relativ vertrauenswürdig, da wird wirklich drauf geschaut. Da gibt es auch eine ganze Community, die sich darum kümmert. Also mit denen kann man recht unbeschadet arbeiten und auch wir werden dann sehen, wir benutzen das dann auch. Gut, ja, die Docker-Versionen. Das ist eines der Dinge, die immer problematisch sind, wenn Software neu ist. Ich erinnere mich mit Schaudern an Java, an die ersten Versuche. Und als dann Oracle gesagt hat, wir verwenden jetzt der Java für den Installer, das war eine super Idee. Ich kann mich erinnern, ich habe Oracle für Linux 8.0 habe ich installiert. Problemlos. Kleinigkeit. Ganz einfache Installation. Das war so wie auf Solaris oder sonst wo dasselbe Shell-Skript. Und bei der 8.1.5 kam dann Oracle und gesagt, wir haben einen neuen Installer auf Java. Bist du deppert, das war er. Also jeder, der es geschafft hat, die 8.1.5 auf Linux zum Laufen zu bringen, innerhalb von 14 Tagen, den hat der Larry Ellison persönlich gratuliert. Er hat nicht viel zu tun gehabt. Es war schrecklich. Und zwar, man musste ganz genau die richtige Java-Version haben. Und das war aber nicht eine von den offiziellen, sondern irgendeine IBM-Variante vom 14.01.1998, 13.05 Uhr und nicht die 13. Also ich weiß es nicht mehr. Und ein paar Libraries und weiß der Teufel was. Also es war wirklich, es war die Hölle. Also es ist ein typischer Fall von neue Version, da ist noch alles im Fluss. Bei Docker ist es nicht so schlimm. Docker ist noch im Fluss, es ist sehr neu. Das heißt, wenn man eine gängige Distribution, was weiß ich, ein Oracle Linux hat oder eben auch ein Red Hat oder ein CentOS, das mitgebrachte Docker ist höchstwahrscheinlich veraltet. Das heißt, das ist das Erste, was man macht, ist gleich wegschmeißen. Und zwar der Trick, den man dabei anwendet, der ist ein bisschen eigenartig, den habe ich gefunden auf einigen Webseiten, also die benutzen alle den gleichen. Man installiert es zuerst einmal, da hier ist ein Beispiel für Red Hat nicht? Oder für Oracle Linux, mit dem YAML installiert man ganz brav die Docker Engine. Und dann schmeißt man das meiste wieder weg, damit das der Rahmen da bleibt. Und dann installiert man das, und zwar muss man eben ein eigenes Repository eintragen. Das ist in das hier. Warte, wenn ihr Brünnhoff sitzt, kann ich es lesen. Ja, tatsächlich. Das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel für CentOS. Da holt man sich, das geht genauso auf Red Hat. Man trägt sich ein neues Repository ein und von dem installiert man dann die Docker CE, die Community Engine. Das ist jetzt meine Interpretation, vielleicht heißt das ganz was anderes, weiß ich nicht. Egal, das heißt, dann hat man ein aktuelles Docker. Und das wird dann natürlich auch immer aktualisiert, weil ja das, wenn man die Registry da auch eingeht, also das Repository auch eingetragen hat. Und das funktioniert. Also das ist sehr, sehr unproblematisch ab dem Moment. Ja, wie gesagt, das Erste, was man braucht, ist Images. Entweder macht man sie sich selbst, das ist nicht sehr schwer, oder man nimmt irgendwelche vorhandenen Images. Die können, wie gesagt, aufeinander aufbauen. Also ich kann zum Beispiel ein Image machen, das nur aus einem kleinen Betriebssystem besteht. Und dann baue ich ein Image, wo ein Hello World Programm drinnen ist. Es baut darauf auf. Das ist ganz eine simple Geschichte. Ich habe dann später ein Beispiel dafür. Und woher die Images kommen? Ja, von einem Registry-Server oder vom Internet oder aus einer besonders vertrauenswürdigen Mail aus Russland oder so. Ne? Ja. Genau. Ne? Oder man baut sich halt selbst neu. Natürlich baut man da auch wieder vorhandene Images auf. Als ich meine allerersten Gehversuche gemacht habe, ich habe es vor ich weiß es gar nicht, circa 2 Jahren, habe ich einfach so eine Probehalbung gedacht, jetzt installiere ich mir ein Image mit einem eigenen Firefox. Ich lebe von der fixen Idee, ich möchte den Browser in ein Gefängnis stecken, dass wenn der gehackt wird, soll der machen, was er will und kann nichts. Und da habe ich dann ein Ubuntu-Image erwischt.
Podcast. Das war so alt, das war schrecklich, also das war eine Katastrophe, habe ich gleich wieder aufgegeben. Lange Zeit her, schaut jetzt anders aus. Also jetzt könnte ich inzwischen, jetzt mag ich nicht mehr. Wie gesagt, man kann sich selber ein Image aufbauen. Das ist relativ simpel. Das Einzige, was man braucht, ist eine leeres Directory. Klar, also Docker-Software sollte schon bitte installiert sein, sonst wird es ein bisschen schwieriger. Also Docker installiert und läuft. Und ich lege mir ein File namens Docker-File an. Das kann auch anders heißen, aber da muss ich es halt angeben beim Aufrufen. Also ich lege ein Docker-File an, das ist ein ganz stinkordinäres Text-File mit einem Haufen Kommentaren, sieht man eh. Das From sagt, was ist unser Basis-Image, von wo fangen wir an? Dann kopieren wir irgendwas rein in das Image. Dieser Copy-Befehl hier, der sagt einfach, pass auf, wenn du das Image machst, dann führst du diesen Copy aus, schenkst das gleich dem User-Bin und der Gruppe-Bin, und zwar das Skript helloworld.sh, was da drin steht, sage ich nicht, und das kopierst nach User-Bin. Okay, User-Local-Bin war alt gewesen. Ja, und dann, nächste Kommando, run, das heißt, wenn das Image gebaut wird, lässt du das hier laufen. Das können natürlich mehrere Kommandos sein. Man kann mehrere Run-Kommandos machen. Klar, ich muss den Zugriffsrechte muss ich ändern von den User-Bin Hello World. Das habe ich recht viel mehr, brauche ich in meinem Beispiel hier nicht machen. Klarerweise gibt es da noch viele andere Sachen, die man machen kann. Und das Letzte, das ist ganz wichtig, wenn dieses Image jetzt gestartet wird, also nicht, zuerst wird es gebaut, da rennt das ran und dann wird es gestartet. Da rennt dann dieses Kommando. Ne? Das ist dann halt das Hello World aufrufen. Ne? Und das war's. Man sagt einfach Docker-Build, dann gibt man einem einen schönen Tag, Hello oder was immer, damit man es nachher wiederfindet. Da gibt es dann einen lustigen Output, den habe ich zusammengeschnitten, weil das ist mehr als da, den auf dem Bildschirm passt. Und wenn er dann fertig ist, sagt er successfully tagged, Hello latest. Diese Images kriegen immer so ein zweites Tag auch. Und wenn man nichts extra dazu sagt, ist das Letztgebaute immer das Latest. Denn wenn ich jetzt sage, bitte ruf das Hello auf und es gibt mehrere Hellos, dann nimmt er immer das Latest. Man könnte aber eben auch ein älteres auch aufrufen, falls man will. Also wenn ich es jetzt laufen lassen will, brauche ich wieder das Docker-Kommando, Docker run Hello und da ist es, Hello World. Also wirklich recht simpel. Und genau auf dem Prinzip baut der Rest auf. Das heißt, Docker-Images bauen, das ist eine sehr einfache Sache, kann man auch automatisieren, was für notwendig findet. Für Deployment von Software, recht eine interessante Option. Denn wenn ich den Container nimmer will, dann schmeiße ich ihn einfach weg. Das heißt, da brauche ich nicht mühselig zusammenräumen im Betriebssystem, das ist sowieso alles im Container drin. Denn alles, was zu dem Container gehört, ist in einem eigenen, separierten Dateibaum und der wird dann natürlich einfach lückenlos weggeschmissen und das war's dann. Da muss man ein bisschen aufpassen. In der Default-Einstellung ist der Docker so gebaut, dass er, ich glaube, 16 GB oder was stellt er virtuell zur Verfügung und irgendwann geht da der Platz aus. Also was kann man größer machen, das kann man kann dann auch löschen, aber man muss halt auf das aufpassen. Schauen wir, wo wir, da ist er, schau. Ja, Docker run hello. Ja, Wahnsinn, ne? Atemberaubend. Ich benutze hier, das ist SUSE. Und ich habe hier eine Datenbank, eine Oracle-Datenbank installiert. Und jeder, der mal versucht, aber auf einer Linux-Desktop-Version eine Oracle-Datenbank zu installieren, der weiß, dass das nicht ganz trivial ist. Okay, Fedora geht, das ist simpel. Das kann auch jeder. Ubuntu ist eine extreme Herausforderung. Also ich habe die 11.2 auf Ubuntu habe ich aufgegeben. Da wirklich aufgeben, da bin ich einfach gescheitert mit einer völlig verblödeten Fehlermeldung vom Linker, die ich nicht verstanden habe und der Google nichts gewusst hat drüber, dann weiß man, Stepper gesagt, Blödsinn brauche ich nicht. Ne? Das ist so kein Problem, denn ich brauche nur den Docker laufend kriegen und das geht, weil, werden wir dann gleich sehen, die Datenbank bringt ihr eigenes Betriebssystem mit und hat alles, was sie braucht. Sie benutzt halt nur ganz wenig, eigentlich benutzt sie nur den Kernel, sie benutzt draußen fast gar nichts. Das ist das Schöne. Das ist Disk Space, ja. Memory Limits gibt es keine. Das gibt es nicht. Das ist Disk Space, weil das hätte ich dazu sagen können. Ja, aber gut. Also Disk Space, das ist wirklich von Disk Space. Und das zum Beispiel etwas, das hat mir wirklich ein paar graue Haare besorgt. Ich hatte ursprünglich nicht die
die Community Engine, sondern ich habe ursprünglich halt einfach mit dem mitgebrachten Docker gearbeitet, wird schon gehen. Ne? Na, geht nicht. Der scheitert nämlich lustigerweise daran, dass ihm der Platz ausgeht. Keine Ahnung warum, das habe ich dann nicht durchleuchtet, das war mir dann zu blöd. Ich habe dann einfach die neueste Version installiert, Hokus Pokus, alles geht. Weil vorher hatte ich es schon mal laufen, ja, funktioniert eh, prima, dann mache ich es auf meinen SUSE auch, ja, geht nicht, spannend. Ne? Grund eben, wenn das Docker-Image nicht, also die Docker-Software nicht neu genug ist, die, wie gesagt, die ändern da relativ viel dran. Sollte ich in einem dieser Images ein Binary verändern, dann wird natürlich sofort eine neue Version angeklickt, wie Copy and Write. Das ist im Wild, die sitzen alle in einem Betriebssystem, das mit Copy and Write kopiert. Das heißt, solange zwei Images alles gleich haben, ist das zweite Image quasi 0 Byte groß in Wirklichkeit. Erst wenn ich im zweiten Image was ändere, dann wird eine neue Kopie angelegt. Na, das ist viel komplizierter. Das ist viel komplexer. Die laufen in einem Filesystem, das ist eine Art Inheriting Filesystem. Das heißt, da erbt einer vom anderen und solange der obere nichts ändert, benutzt er das vom unteren. Man kann in einem Image nichts mehr ändern, sondern im Image ändern kann man nur beim Bauen des Images. Und dann ist es fest. Wenn ich was ändern will, muss ich ein neues Image machen. Aufbauend auf dem. Das heißt, das da unten ist, die zwei sind einfach fix gehämmert. Möchte ich was ändern? Und wenn ich jetzt nur ein kleines Binary ändern will, muss ich ein neues Image erzeugen. Aber keine Angst, wie gesagt, das neue Image besteht dann im Grund wirklich nur aus dem, genau aus der Änderung, als sonst nichts. Das ist das Schöne dran. Das kann ich nicht löschen. Das sagt, wenn ich es löschen will, sagt er, no, sag mal lustig oder was. Also geht nicht. Ich kann es natürlich mit Force löschen, aber dann verschwindet meines auch. Ne? Gut, ein Container, wie gesagt, ist die lauffähige Instanz eines Images. Ich kann klarerweise auch ein Image mehrfach starten, muss ich halt nur unterschiedliche Namen vergeben. Dann habe ich mehrere Container vom selben Image, klar, weil ihr könnt ja rein theoretisch wollen, dass ich vielleicht zwei Datenbanken laufen habe auf meiner Maschine. Ne? Steuerung über das Command-Line-Interface, klarerweise. In der Version benutzen alle dieselbe etc. Ja. Du kannst aber deinen Container neu etc. verpassen und hast das eigene. Nur du musst aufpassen, denn die User-ID, die ist natürlich schon im Betriebssystem draußen. Das heißt, wenn ich jetzt nachsehe, dann kann man ja, machen wir. Geh mal nachsehen. So, PSAX, lass uns einmal vorbeirennen, vielleicht sehen wir es. Genau, da ist die Datenbank. Okay, PS-EF. App, grep, ura. Und die kehren alle dem User 54321, den mein Betriebssystem heraus gar nicht kennt. Sag ich, hey, ist das 54321? Und sage ID 54321. Sagt er, was willst du von mir? Der hat seine eigene ETC-Passwort. Da ist der 54321 eingetragen, als Oracle. Es sind verschiedene ETC-Shadows, das heißt, die aber draußen die User-ID, die ist im Betriebssystem verankert. Also da muss man aufpassen. Da gibt es lustigerweise auch kein Mapping. Also das ist wirklich vielleicht eine der größten Probleme, dass die dann alle in so einem Betriebssystem-User haben. Das heißt, ich müsste dann, wenn ich wirklich Datenbank-Container parallel laufen lasse, müsste ich das so schneiden, dass da jeder seinen eigenen Oracle-User hat und nicht jeder den 54321 benutzt. Was auch geht, aber also natürlich muss ich in Container einbauen. Die Linux-Leute mussten ja einiges im Betriebssystem dazu basteln, weil die Security natürlich anfangs nicht gut war. Denn wer hindert den einen Container auf Prozesse des anderen Containers zuzugreifen? Sie sehen sie ja alle. Haben sie inzwischen alles behoben. Es gibt Schutzmechanismen, dass eben nicht einer aus seinem Container auf andere Prozesse zugreifen kann. Die sind leider Gottes ziemlich komplex und also wenn du nicht weißt, dass das für Container ist, sitzt du ziemlich ratlos vor der Beschreibung. Das sind die C-Groups und dieses ganze Zeugs. Das kommt im Linux-Kurs von Oracle kommt das auch vor, aber da kommt kein Sterbenswörtchen drin vor, nur ganz selten. Also auf jeden Fall nicht an der richtigen Stelle wird erwähnt, das braucht man, wenn man Container laufen lassen will. Dann lichtet sich der Nebel, dann versteht man das. Aber ohne den denkst du, was brauche ich das? Man braucht's.
Änderungen am laufenden Container, also wenn der Container läuft und ich tue jetzt was in den Container, also ich lege ein neues Programm an oder sowas, beim nächsten Start ist das wieder weg. Ist natürlich für eine Datenbank ein bisschen unpraktisch. Deswegen gibt es den Begriff der Volumes. Das heißt, ich kann Folgendes machen, ich kann in meinem Container, der wie gesagt, das ist ein zustandsfreies Objekt, das heißt, gestoppt und gestartet, das schaut wieder genauso aus wie am Anfang, kann ich quasi einen Ausgang ins Betriebssystem hinaus machen. Das heißt, ein Directory im Container, das auf ein Directory außerhalb des Containers mappt und dort liegt dann die Datenbank. Und das ist natürlich dann persistent. Das heißt, um eine Datenbank in einem Container zu betreiben, braucht der so ein Volume, damit eben die Datenbank außerhalb des Containers verwaltet, weil sonst wird es schwierig. Weiß auch nicht. Ne? Startest die Datenbank, alles gut, stoppst den Container, startest gleich, alles wieder auf Anfang, alle Fehler weg, ist doch schön. Tät uns viel Arbeit ersparen. Jetzt wissen wir genug, damit wir es betreiben können. Ehrlich gesagt, wie ich angefangen habe, habe ich eine Webseite gesucht, da fand ich eine Anleitung und habe also zuerst einmal einen Docker installiert. Ich habe da sogar nur einen Default-Docker genommen. Habe ich meine Datenbank installiert, hat funktioniert. Ich habe sie ein halbes Jahr lang verwendet, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue, weil ich keine Ahnung vom Docker gehabt habe. Das erste Problem habe ich dann gehabt, wie dann der Container gestoppt war und ich nicht gewusst habe, wie ich ihn starten soll. Ich glaube, das war ein bisschen zu wenig. Das heißt, man kann einfache Dinge machen, ohne wirklich viel zu wissen, aber gut ist das halt nicht. So. Also, was machen wir? Wir werden uns um Images für die Datenbank kümmern. Wir werden klarerweise eine Datenbank, jetzt werden wir nicht, aber ich zeige, wie es geht, wie es installieren geht. Wir werden Docker-Image erzeugen, Änderungen am Image durchführen, Container erzeugen, Neustart des Containers, sollte man vielleicht da überlegen, wie das geht, in den Container hineinsteigen und selbstgeschriebene Skripts basteln. Sieht man das schön. Gleich vorweg, wer Container basteln will, sollte ganz gut im Shell-Skripten sein. Das braucht man wirklich. Es geht alles über Shell. Klar, selbstverständlich kann man auch Basic für Erwachsene, also Perl, verwenden. Aber von Oracle gibt es zwei Sachen. Auf Docker Hub, also den Registry von Docker selber, gibt es von Oracle ein offizielles Image für 12.2. Das ist bereits 2 Jahre alt und das wird auch immer älter. Das kann man sofort starten, es ist fertig, das startest out of the box und piff, und du hast da 12.2 ungepatcht. Okay, was tue ich damit? Ich habe keine Ahnung. Marketing, genau. Also die muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich so quasi, ja, wir können auch eine Datenbank, kann man herzeigen, und sagen, bitte sehr, da ist eine Piff und da, die ist toll, fantastisch, aber für irgendwas Produktives ist die definitiv unbrauchbar, vor allen Dingen, die kann man nicht patchen, gar nichts. Also weg damit. Auf GitHub gibt es mehrere Images. Eines ist offiziell auch von Oracle. Das kann man sich leicht runterladen. Ich zeige es dann gleich her, wie es geht. Und da sind nicht die Binaries drinnen. Da ist nur die Hülle rundherum, was ich brauche, damit ich einen Container erzeugen kann. Aber da sind nicht die Oracle-Binaries drin. Die muss man selber runterladen und rein kopieren. Das ist halt so. Macht man halt so. Verwendet eben ein separates Download-File. Die Variante, die Oracle hier freigegeben hat, die funktioniert allerdings mit der gezippten Version von der Datenbank-Software, nicht mit der RPM-Version, weil seit Oracle 12.2 kann man ja die Datenbank unter Linux entweder wie gewohnt auspacken aus einem ZIP-File oder man nimmt ein RPM her und startet das. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag die RPM-Version nicht, denn die funktioniert nur, wenn man das Pre-Install-RPM auch hat. Das muss aber genau aufs Betriebssystem passen, wo der Oracle-User des Zeugs eingetragen wird. Das heißt, da braucht man wirklich zwei RPMs. Und das zweite RPM ist manchmal wirklich die Pest zum Finden. Also das ist ja für ein offizielles Oracle-Linux, ja, aber für alles andere, vergiss es. Das heißt, und die haben es gleich gescheit gemacht, die haben es gleich mit der ZIP-Version gemacht. Gott. Okay, so, wie gesagt, GitHub,
da HTTP, GitHub, Oracle, Docker Images heißt es. Da gibt es einen schönen Button, Cloner Download, und wenn man den klickt, dann kriegt man ein File, das heißt Docker Images Master.zip. Das stellt man irgendwo hin, wo es einem gefällt, und packt es aus. Fertig. So. Und dann, ja, auspacken, wie gesagt, ja, irgendwoher. Das Zweite, man muss natürlich dann die entsprechende Installationsquelle für die Datenbank dort rein kopieren. Das reicht nicht, wenn man einen symbolischen Link macht, das muss man rein kopieren, das hat einen Grund. Und gut, kann man leben damit, und zwar muss man das, man geht in das Docker Images Master hinein, und dort sieht man, da gibt es zum Beispiel ein Verzeichnis Oracle Database, da gibt es aber auch ein Verzeichnis für BEA und was der Teufel ist, jede Menge, ich kann es euch ja kurz sagen, jede Menge lustiger Oracle Software. Ob es wirklich verwendet wird, kann ich nicht sagen, da habe ich ehrlich gesagt die Faulheit besessen, es nicht nachzuverfolgen. So. Da habe ich das herkopiert. So, ich habe ein paar parallel. Welches nehmen wir? Nehmen wir einfach das normale Docker Images Master. CD Docker Images Master, das ist das Ausgepackte. Und wenn man da zum Beispiel jetzt nachschaut, sieht man, dass es so schaut, was da alles drinnen ist. Weblogic und REST Data Services, keine Ahnung, was da drinnen ist. Instant Client, das ist wirklich das alles drinnen. Aber wie gesagt, was davon wirklich verwendet wird, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht, das alles zu instanzieren. Viel Spaß damit. Im README kriegt man dann eine schöne Beschreibung, was da zu tun ist. Also ich muss sagen, es ist gut dokumentiert, das Ganze ist gut gemacht. Die Shell-Skripts sind auch Oracle eher untypisch, recht gut geschrieben. Okay, man könnte noch Verbesserungen machen, aber es ist nicht so, dass man sagt, Gottes Willen, was waren das wieder für Anfänger? Nein, das war jemand, der wirklich auch halbwegs Shell-Skripten kann. Das ist, man muss sich nicht fremdschämen dafür, das ist schon mal was wert. Gut, also wie gesagt, man stellt sich dann hinein, im Oracle Database gibt es eine Single Instanz, ja, da gibt es auch ein RAC Directory, und dort gibt es ein Directory Docker Files. Dort hinein kopiert man dann das heruntergeladene ZIP-File. Und klarerweise, das ist wichtig, die zwei Versionen hier, das da und das da, das sollte bitte schon zusammenpassen, weil in jedem dieses Verzeichnis 1930, es gibt auch ein Verzeichnis 1840, 1830, 12.2, und in jedem ist ein kompletter Baum zum Bauen von einem Oracle Image. Wie gut sie einzeln funktionieren, kann ich nicht sagen. Ich habe die 18C einmal ausprobiert, die 19C habe ich auch mehrfach ausprobiert, die anderen habe ich nicht ausprobiert. Aber ich bezweifle nicht, dass die nicht auch funktionieren. Also die gehen schon. Aktuell klarerweise die 1930. Gut. So, und dann kann man schon loslegen. Da gibt es ein Skript da drin in dem Verzeichnis, und zwar nochmal zurück, in dem da, also im Docker-Files, im Docker-Files gibt es dann ein Verzeichnis, das heißt Build Docker Image, dem gibt man mit, was soll das sein, soll es eine Enterprise Edition sein oder Standard Edition oder was immer, und welche Version. Und das ist natürlich das da, ist in Wirklichkeit das Directory, in das er dann reinzweigt. Also es gibt wirklich ein Directory 1930. Ja. Optional könnte man noch Optionen für den Docker dazu tun. Da habe ich eigentlich nie Gründe gefunden, aber irgendwelche Docker-Kommandos könnte man noch mitgeben. Und das rennt dann los. Was der dann macht, ist Folgendes. Der bastelt ein Image. Also dieses Bild-Docker-Image baut ein Image, indem es eben diese Software, die man mitgegeben hat, auspackt, die quasi die Installation durchführt, das dann als fertiges Image zur Verfügung stellt. Das heißt, das fertige Image hat bereits die Datenbank-Software ausgepackt drinnen. Das Ganze geht über Shell-Skript. Ja. Bevor man es startet, kann man natürlich auch Änderungen machen. Ein Shell-Skript kann ich leicht ändern. Ehrlich gesagt, man kann nicht nur, man muss auch. Es gibt ein paar Punkte, aber das ist klar, das ist bitte kein fertiges. Ich meine, es funktioniert, man kann es verwenden, aber es ist kein komplett für Betrieb gedachtes Environment, sondern das ist quasi als Denkanstoß, wie man es ansetzen könnte. Ich bin dann hergegangen, ich habe dann massiv noch herumgeändert da drin, ich habe meine eigene Version gebaut, einfach deswegen auch, weil ich wissen wollte, wie es geht. Nur habe ich viel gelernt über den Docker, recht interessant. Und
Da drinnen sind dann noch andere Skripts, zum Beispiel eines, das heißt createdb.sh, na, rot's einmal, was das tut. Dort wird dann unter anderem auch der Listener konfiguriert, die sqlnet.ora wird aufgebaut. Ja, da ist mir das eine ganze Blödheit eingefallen, die Oracle seit neuestem macht. Ich weiß nicht, ist das schon jemand aufgefallen, wenn man, ich glaube, ab der 18er machen sie das, dass die Default sqlnet.ora auf einmal wieder O-Names enthält. So, hallo? O-Names? Das ist doch unter neuen I deprecated worden. Mir ist eh wurscht, die Datenbank ignoriert, aber wieso steht das da drinnen? Was für eine Kruft ist denn das wieder rausgerollt? Gut, egal, tut nichts Böses, aber es kommt drin vor. Aufpassen muss man klarerweise, wenn man da einen Syntaxfehler macht, der macht sich möglicherweise erst relativ spät bemerkbar, wenn das Container bauen, das dauert einige Zeit. Also ich habe verschiedene Zeiten. Da auf meinem Laptop geht es relativ rasch, klar, ne, das ist ein i7, hat nicht viel zu tun, lauter SSDs, da geht es natürlich recht schnell, aber ich habe es zum Beispiel auf einer Kundenmaschine gemacht, das war also ein kleiner PC in Wirklichkeit mit einer nicht besonderen Platte, und dort ist gleich mal eine Dreiviertelstunde gelaufen. Also das, bei mir dauert es keine 5 Minuten. Also das ist der Unterschied. Also das Gemeine ist, wenn man dann Syntaxfehler einbaut, dann genau noch 40 Minuten und was der Teufel für Sekunden sagt, da ist ein Fehler, puff, und dann ist aber der Container kaputt. Da kannst du nichts mehr reparieren. Da kannst du nur mehr sagen, okay, schmeiße ihn weg, wieder Fehler ausbessern, wieder neu. Das ist ein bisschen mühsam. Das ist aber eher hier ein Spezifikum von diesem Image, weil das ein sehr komplexes Image ist. Sehr umfangreiches. Ja, sobald das durchgelaufen ist, kann man dann nachschauen, sagt man Docker Image LS und dann sieht man, ja, der hat ein Image gebaut mit dem Tag 1930 und das EE, klarerweise, weil es die Enterprise Edition ist. Da sieht man, 6,5 GB, okay. Ja. Und ab jetzt kann man dieses Image starten. Und wenn man dieses Image startet, dann läuft ein neues Shell-Skript. Und dieses Image, sobald man es startet, legt eine Datenbank an, startet den Listener und alles. Nur Vorsicht, das ist so gebaut, das würde, wenn man nicht aufpasst, gleich nur einmal den DBCA aufrufen, wenn man es ein zweites Mal startet. Solange alles an derselben Stelle bleibt, geht's, aber wenn da eine kleine Änderung irgendwo ist, kommen wir gleich dazu. Also auf jeden Fall, das Ding startet komplett eine Datenbank und ab dem Moment hat man dann eine Datenbank. Wobei, das Image starten dauert natürlich auch, weil es wird der DBCA aufgerufen. In Wirklichkeit läuft der da, glaube ich, 33 Schritte läuft der da durch, die verschiedene Dinge machen. Eines davon ist eben auch der DBCA, das klarerweise der größte Teil ist, bis dann die Datenbank steht. So. Und hier ist, wie man es verwendet. Das heißt, man startet dieses Image mit Docker run, dann muss man ihm einen schönen Namen geben, also der ist frei, was man will. Dann muss man das Portmapping bekannt geben, denn der Container innen drinnen verwendet klarerweise die Data Listener Render 1521, Enterprise Manager Express Render 5500. Und diese Ports kann man nach außen auf einen anderen Port mappen, weil sonst hätte ich ja schon ein Problem, wenn ich zwei gleiche Container laufen lasse. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Dann kann man mit -e Environment-Variablen mitgeben. Das sind natürlich dann Environment-Variablen, die der Container innen drin dann benutzt. Das heißt, die sind in dem Skript, das da gestartet wird, sind die verankert. Also die SID, die Default Ausformung von dem Ding baut eine Container-Datenbank. Ja klar, ne? Also, und deswegen muss man der PDB einen schönen Namen geben. Das Passwort kann man gleich mitgeben. Das Character-Set kann man mitgeben. Kleiner Tipp am Rande, kann man sich alles sparen. Es gibt nämlich Defaults dafür. Also es reicht eigentlich. Man kann in Wirklichkeit, würde es reichen, Docker ran, gebe man einen schönen Namen. Ja, die letzte Option, die kann man sich nicht sparen. Weil sonst hat, so wie man gemacht, irrtümlich, daraufhin hatte ich einen schönen Container, der innen drinnen die Datenbank hatte. Das heißt, ich war genau das, jedes Mal neu starten und außerdem das Filesystem, das innerhalb des Containers ist, ist natürlich für eine Datenbank nicht sonderlich gut geeignet. Also, es geht lustigerweise, aber nein, nicht machen. Das heißt, mit -v mappt man ein Volume. Das heißt, da gibt man heraus hier einen Mount Point bekannt, wohin, welchen Directory das gemountet werden soll. Das ist der innere Pfad. Opt Oracle Ora Data, so heißt es innen drinnen im Container und heraus kann es heißen slash maxi.
Und dieses Delegated hier, das braucht man aus Performance-Gründen, da komme ich dann noch dazu. Das Detach zum Schluss ist prinzipiell kein Fehler, sonst ist diese Shell für immer blockiert. Das heißt, da verschüßt er sich in den Hintergrund. Ja, zum Schluss einen Namen muss man natürlich auch dem, muss man dann den neuen Container geben. Ne? Entschuldigung, das ist das Image, das man startet. Der Containername ist hier, das ist der Image-Name, den man startet. Das war das Image von vorhin, wenn man schaut. Da, Oracle Database und das Tag muss man auch dazugeben. Also die zwei Sachen zusammenführen, nicht rein zufällig haben die genau dieselben Formen. Ne? Ja, hier ist ein Beispiel, wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Ich habe den Container, den schönen Namen ORA19EE gegeben. Das Mapping habe ich 1:1 gelassen, weil ich sonst nichts anderes auf der Maschine habe. Da ist mir auch nichts eingefallen, Ortsl-CDB und Ortsl-PDB1, Oracle for You und ein normales Character-Set. Und das ist halt das Mapping auf nach draußen. Das heißt, in meiner Maschine gibt es ein U01 Oracle ORA-Data und innen drin in Docker ist es das da. Wenn das erfolgreich gelaufen ist, dann muss das Docker-Container-ls-Kommando auch wirklich diesen Container sehen. Na, tatsächlich, der hat eine lustige ID, die ist eigentlich wurscht, die brauche ich nur, wenn ich es löschen will. Das ist das Image, auf dem man aufbaut, wurde vor 11 Minuten angelegt, ne, da habe ich gleich hinten nachgeschaut, ist seit 11 Minuten gesund unterwegs, das sind die Ports, ne, das ist das Port-Mapping und ja. Das ist der Name. Ich habe das umgebrochen, er macht das in einer Zeile, was natürlich hier ein bisschen hässlich wäre. Deswegen ist etwas umgebrochen, aber ich glaube, es ist schon verständlich. So. Sollte es irgendeinen Grund der Container gestoppt worden sein, startet man ihn einfach wieder. Docker Start, man muss halt nur wissen, wie der Container heißt. Dann kommt er mit der vielsagenden Meldung, das ist nur der Name des Containers. Ich weiß nicht, warum er genau das ausgibt, das ist nicht sehr aussagekräftig. Gut, es gibt Möglichkeiten, dass man irgendwie Wildcards oder was mitgibt, dann weiß man, was man startet. Egal, damit wird wieder alles gestartet und alles läuft wieder, als wäre nichts gewesen. Datenbank wird nicht neu angelegt, so viel hat er schon vorausgesorgt. Alles, was in einem Volume ist, hat klarerweise nicht seine Werte verloren, hoffentlich auch die Datenbank. Beim RAN legt das quasi, ist der erste Lauf und Start, da muss er schon existieren. Da muss der Container schon existieren. Nur gestoppt sein. Ja, da würde er versuchen, es zu überschreiben. Da würde er einfach das Skript nochmal laufen und dann liegt es dann an den Init-Skript, ob das gescheit genug ist, zu erkennen, was los ist, oder ob es deppert ist und dann brutal drüber fährt. Ja, der DBCA wird grandios scheitern, weil es die SIT und alles schon gibt, ne? Aber die anderen Tools, keine Ahnung, die bügeln da Sachen nieder, die du nicht wieder gebügelt haben willst. Also da muss man aufpassen, dass man das Richtige macht. Beziehungsweise das wäre eben einer der Punkte, wo man ansetzen müsste. Wenn man das wirklich produktionsfähig machen will, müsste man halt schauen, okay, ich möchte es verhindern, dass ein zweiter Staat was Böses macht, also bauen wir da Sperren ein. Es ist, wie gesagt, es ist mehr als ein Proof of Concept, aber es ist nicht wirklich was komplett bis zum letzten Bit durchprogrammiertes. Ja, in den Container hinein, ist relativ einfach, man schaut halt nach, wenn man weiß, wie der Container heißt, man sagt docker exec, -it heißt bitte interaktiv und terminal, wenn es geht, diesen Container und startet dort eine Bash und dann hat man Bash. Und das da ist tatsächlich der Hostname. Das heißt, er kriegt auch einen eigenen Hostnamen, das generiert, klar, man könnte in dem Skript auch den Hostnamen steuern, kann man alles. Hat hier keiner getan, wozu? Und man kann dann innerhalb des Containers sich bewegen, das probieren wir gleich aus, habe ich eh vorhin gerade gemacht. Jetzt bin ich im Container drin, dann sagen wir, gut, ls-l, aha, ja, nicht sehr viel, gut. Da gibt es ein Set-Password-Skript, das offensichtlich zum Passwort. Warum das da liegt, weiß ich nicht. Ist mir ehrlich gesagt da egal. Wahrscheinlich eine Leiche oder sonst irgendwas. Ein symbolischer Link irgendwo hin, völlig egal. Naja, da sagen wir halt einfach mal PS-AX. Was rennt denn alles? Und wir sehen nur unsere Prozesse. Das RAN Oracle SH läuft noch immer. Schaltet nämlich um auf ein Tail-F zum Schluss, der gibt dann quasi immer den ganzen Alert-Log aus. Also wenn man den Output irgendwo
hingeleitet hat, dann sieht man tatsächlich also Leutlock vorbeihupfen. Dann listen, dann sehen wir Datenbank, sehen wir, sonst ist da gar nichts. Naja, dann schauen wir, okay, ls-l/etc-passwd. Tatsächlich gibt es eine, no, die ist nicht sehr groß, ne? cut-etc-passwd. Das ist wirklich das Minimale, das ist gerade der Herr, da ist der Herr Orakel, ne? Da ist er, mit 54321. Dann kann man sagen, less-etc-passwd. Nicht. Das ist ein absolutes Minimal-Image, das wirklich nur das drin, was ich brauche zum Laufen lassen der Datenbank und sonst nichts. Da gibt es kein Less, da gibt es kein VI. Nix gibt es da. Hardcore, ja. Yeah. Okay, schlechte Nachricht. Die gute Nachricht braucht man meistens auch nicht. Man tut im Container selten was. Und wenn es nicht anders geht, kann man sich helfen. Der hat ein Volume. Ich kann über das Volume kann ich Sachen einer importieren. Die verschwinden zwar dann wieder. Oder ich kann es aus dem Volume aufrufen. Also ich kann mir schon helfen. Es geht schon. Also ich habe auch den RL-Rap hineingebracht und solche Dinge. Das ist alles kein großes Problem, kann man machen. Aber natürlich ist es besser, wenn man sagt, okay, ich möchte innerhalb des Containers gewisse Dinge machen. Dann muss man halt beim Bauen des Images darauf Rücksicht nehmen. Nachher geht nicht mehr so leicht. Also, wie gesagt, sehr frugales Environment, was man da hat. Schwieriges Leben. Aber das meiste mache ich sowieso von außen. Ich wurde auf die Art und Weise gezwungen, dass ich mich mit dem Oracle-Client auseinandersetze. Denn klarerweise will ich natürlich auf meine Datenbank zugreifen. Jetzt in den Container hinein ist wirklich mühsam, wie wir gesehen haben. Also habe ich mir halt dann doch schweren Herzens den Oracle-Client installiert, um gleich drauf zu kommen. Hast wieder was vergessen. Ich weiß jetzt nicht mehr, war es der 18.3er oder der 19er? Einer von den beiden, dem fehlt eine Library. Die haben es einfach vergessen. Die musst du dann nämlich aus der Datenbank holen, sonst geht es gar nicht. Gut. Ja, wie gesagt, man kann auch eigene Skripts einbinden, da braucht man auch gar nichts ändern. Und zwar hat das Oracle dann so vorgesehen, dass man sagt, pass auf, wir mappen zwei Directories, und zwar eines Opt-Oracle-Script-Startup und eines Opt-Oracle-Script-Setup. Und alles, was .sh oder .sql ändert in einem von diesen beiden Directories, wird dann einfach ausgeführt. Also sh wird ausgeführt und sql wird über den sql plus ausgeführt. Startup wird klarerweise jedes Mal, wenn der Container neu startet, ausgeführt. Setup nur einmal, wenn das Ganze installiert wird. Das heißt, da kann man dann Custom-Scripts auch hineinbauen. Das heißt, man muss nicht gleich im Container herumfingern oder in den Bausatz-Skript herumfingern. Man kann das einfach beim Bauen des Containers auch noch mit angeben. Man baut sich eigene Skripts und gibt die mit. Klarerweise habe ich diese Option nicht benutzt, weil ich gehöre natürlich immer genau dort hinein, wo es weh tut. Ne? Ja, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich gebe es zu, ich habe das erst entdeckt, als ich schon mitten unter Meditieren war. Zum Beispiel könnte man das hier einbauen. Ne? Connect, SQL-Script, connect slash systemr und dann holt das System, der die db-recovery-file-test setzt und die db-recovery-file-test setzt. Das war jetzt irgendein Beispiel. Und wie gesagt, man soll es mit einem gescheiten Prefix versehen, damit die Reihenfolge auch wirklich gewährleistet ist. Das habe ich dann tatsächlich probehalber wirklich gemacht. Zuerst habe ich in diesen Bausatz herumgefingert und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich es da machen. Also, ja, das heißt, wenn man irgendwelche speziellen Settings in einer Datenbank von Haus aus haben will, so zum Beispiel habe ich gerüchteweise gehört, dass es auf einer Standard Edition eine wahnsinnig gute Idee ist, wenn man die Deferred Segment Creation O-Draht, weil die nicht lizenziert ist und sonst benutzt die depperte Datenbank das. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man angreifen könnte. Ne? Ich habe jetzt in der Pause ein bisschen herumgestochert, weil es mich selber interessiert hat. Die haben wirklich für jedes Produkt auch tatsächlich ein Bild-Docker-Image-Skript. Also die haben wirklich für jedes Produkt da was vorbereitet. Wie gut es ist, kann ich natürlich nicht sagen. Also zum Beispiel habe ich jetzt in RAK haben wir jetzt nachgeschaut, da wird tatsächlich die Grid-Software installiert. Was natürlich noch weitere Fragen aufwirft, dann habe ich noch was, ja, Golden Gate habe ich entdeckt, auch nicht schlecht. Dann habe ich noch was gesehen, den Data Integrator habe ich gesehen, also das ist wirklich alles da. Spannend, spannend. Das gibt es bei Oracle ab und zu, dass irgendwas Neues auftaucht, was für
die Datenbankwelt interessant sein könnte. Und Oracle springt dann auf den Zug auf und macht da was. Aber sehr oft passiert dann, sie machen was und das war's dann und dann machen sie nichts mehr. Ne? Typischer Fall ist JavaScript für Server. Das ist vor zwei Jahren, circa zwei, drei Jahren ist das rausgekommen, JavaScript für Server, tolle Sache und Oracle sagt, hurra, wir können das, wir haben da einen eigenen Connector, man kann in JavaScript für Servers, da kann man zum Beispiel ganz bequem auf die Datenbank zugreifen, das hat den Vorteil, man braucht sonst nichts installieren, das JavaScript für Server hat eine sehr gute Infrastruktur, mit der man sehr gut deployen kann, das heißt, man könnte da Programme schreiben, die dann locker auf eine Datenbank zugreifen. Und Oracle gesagt, da funktioniert alles, da kann man nicht nur Single-Instanzen, da kann man auch mit dem Rack, mit Transparent Application Failover und mit was der Teufel was für. Und ich habe mir gedacht, boah, super, toll, endlich, ich möchte ein Beispiel für Transparent Application Failover. Ich verstehe es nämlich nicht wirklich. Ich würde es einmal gern sehen. Ja, Oracle, ja, die haben nämlich nichts. Das Einzige, was ich gefunden habe, war das Demo-Programm, wie man sich an eine Single-Instanz anhängt, und zwar in Zillionen Varianten, und sonst nichts. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Seitdem ist tote Hose. Also das war eher ein Schuss in den Ofen. Beim Docker ist etwas anders, da sind sie aktiv. Ich merke immer wieder, dass das Git-Image aktualisiert wird. Wenn eine neue Oracle-Version rauskommt, dauert es gar nicht lang, dass auch die Docker-Images aktualisiert werden und ein neuer Zweig drinnen auftaucht. Also, da dürfte wirklich jemand aktiv sein. Sondern jetzt schauen wir es auf, jetzt gehen wir nochmal zurück. Genau, da steht es nämlich erinnern. Er soll nicht unerwähnt bleiben. Nein, steht gar nicht. Oh ja, da ist er. Gerald Fenzel war das. Der Gerald Fenzel, der ist da sehr umtriebig, der macht diese ganzen Skripts, also der schreibt die. Das ist jetzt nicht mehr die Originalversion, wie man es relativ leicht hier kennt. Also da habe ich schon massiv drin herumgefingert, weil ich halt nicht ganz glücklich mit der ursprünglichen Version war. Aber wie gesagt, seine Basisversion ist durchwegs lauffähig und brauchbar. So. Na gut, aber wir sind halt dann doch nicht so glücklich. Wir wollen Änderungen machen. Wir wollen Änderungen in einem Container durchführen, wir wollen veränderten Container dann benutzen und wir wollen selbstverständlich auch, wenn wir eine Oracle-Datenbank in einem Container laufen haben, die auch patchen können, denn sonst ist das Ganze doch ein bisschen doof. Da gibt es zwei Varianten, die offizielle und die inoffizielle. Das ist die, die man dann wirklich braucht. Schauen wir halt. So. Änderungen in einem Container, ja, tut mir leid. Oder doch. Man erzeugt einfach ein neues Image. Das heißt, man legt sich ein neues Directory an, wurscht wo das ist, geht in das Directory hinein und baut sich ein Dockerfile ein neues. Und was für ein Dockerfile baut man sich? Na, da bezieht man sich auf das alte Image. Warum hat dieses Image so einen blöden Namen? Ganz einfach, weil ich habe schon gepatcht. Kommt dann noch, patchen tun wir dann noch. Das heißt, ich nehme einfach irgendein Image, das ich habe als Basis, das ist meine Basis, dann setze ich halt irgendetwas, was immer, das Environment, was ich jetzt setzen muss, und in meinem Beispiel hier, das ist ganz ein simples Image, in diesem Image ändere ich nur ein Shell-Skript, und zwar ich spiele eine neue Version von dem Shell-Skript createdb.sh ein. Das muss ja dann die richtige Stelle kopiert werden und die richtigen Berechtigungen haben. Das war's. Der Rest wird übernommen vom Ursprungscontainer. Das heißt, was ich damit erreiche, ist, ich habe einen neuen Container, der heißt jetzt halt, also ein neues Image, das heißt 19.3.0 neu. Dieses neue Image unterscheidet sich vom alten nur darin, dass das createdb.sh verändert worden ist. Aus. Ja, das ist das Ursprungsimage und ja, dann baut man es. Docker Build -t, man gibt, das ist halt der Name. Von dem Image, das man hiermit erzeugt und Punkt dem, nicht vergessen, aus dem aktuellen Directory. Der liest dann automatisch das Docker-File. Und mit dem bewaffnet kann man dann einen neuen Container starten. Das heißt, ich habe dann einen neuen Container. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Basis schon einen gepatchten Container habe, kann ich natürlich, wenn ich patchen will, erzeuge ich auch ein neues Image und damit kann ich dann einen gepatchten Container hochfahren. Ne? Ja. Das ist nichts Neues mehr, das ist einfach nur mehr starten. Die offizielle Variante des Patchens.
Oracle sagt, wenn man eine Datenbank in einem Container betreibt, dann darf man die eigentlich nicht patchen. Das Einzige, was sie erlauben, ist das Patchen von Containerdatenbanken. Weil das geht nämlich so. Man hat eine komplett leere Containerdatenbank, in der halt eine PDB drinnen ist. Man baut einen neuen Container, also ein neues Image, neuen Container mit einer leeren CDB und schafft dann die PDB dort hinein. Das kann das Containerdatenbank-Universum, kann nicht das sehr leicht. Ich nehme eine PDB aus einer Containerdatenbank heraus und mache dann den Plugin in einen neuen Container. Genauso macht man es. Man erzeugt ein neues Container-Image mit einer gepatchten Version von der Containerdatenbank, von der leeren Containerdatenbank und stellt dann die PDB dort hinein. Die wird dann automatisch hochgezogen. Ja, das funktioniert allerdings nur, weil man in der Containerdatenbank nicht irgendwelche Änderungen gemacht haben, weil die gingen fort. Das heißt, jetzt hat eh kaum jemand momentan Multitenant laufen. Das heißt, das wird jetzt momentan eher unpopulär sein, diese Variante. Also dem gefällt es mir überhaupt nicht. Jetzt hat aber der Gerald Fenzel sich auch darüber Gedanken gemacht. Und hat eine inoffizielle Variante gemacht. Und zwar, allerdings hat er die nur für die 12.2 durchgedacht, ab dann hat er es fallen gelassen. Möglicherweise, weil im Oracle gesagt hat, nein, wir wollen das nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat er es nur für die 12.2 gemacht, aber wurscht. Was man machen muss, man muss dieses createDB.sh so ersetzen, dass wenn eine Datenbank existiert, bitte nicht nur mit der DBCA aufgerufen wird. Unter vorhandenen Listen und die existierende Datenbank einfach gestartet werden. Das sind kleine Änderungen, das ist nicht recht aufregend. Das heißt, man baut sich einfach einen neuen Container mit dieser Änderung oder man ändert das, bevor man überhaupt einen Container anlegt. Ja. Und nach dem Starten, und den kann man patchen. Wie, das zeige ich gleich. Nach dem Starten muss man natürlich dann noch den Data-Patch aufrufen, damit auch die Datenbank gepatcht ist. Also was man macht, ist, man erzeugt ein neues Image, das patcht man und dann fährt man es hoch und führt dann den Data-Patch durch, womit die Datenbank dann gepatcht wird. Und das geht. So, wie geht's? Das, wie gesagt, der Gerald Fenzel hat sich das einmal durchgedacht. Und zwar, wenn man nachschaut, in diesem Tree, den man da kriegt, diesen Bausatz, da gibt es in den Docker Images Master, gibt es das Oracle Data bei Single Instance, wissen wir schon, da gibt es ein Directory Samples. Und in diesen Samples gibt es 12.1 und 12.2 und ein Skript namens buildpatcheddockerimage.sh. Und ein README, das beschreibt, wie man damit umgeht. Aber ihr merkt schon, 12.1, 12.2, was ist mit 18, 19? Fällt, haben wir nicht. Na? Vermutlich, ja. Gut. Warum auch immer das nicht passiert ist, man kann natürlich sich das 12.2er-Image anschauen und sagen, das ist so simpel gestrickt, ich glaube, ich traue mir da eine 18c oder 19c-Version zu machen. Das habe ich auch gemacht. Man geht einfach in das Apply-Patch-Directory hinein, baut ein neues Directory 19.3.0 und dort drunter ein Directory Patches und dann kopiert man einfach das applypatches.sh-Skript aus den 12er-Verzeichnissen in dort hinein und dann macht man nur eine kleine Änderung im Docker-File, das ist, dass man das eher einfach, naja, 12.2 widersetzt doch 19.3.0, sonst gar nichts. Das heißt, das ist wirklich das Docker-File, muss man wirklich nur die, ich sage es euch, es ist glaube ich einfacher, wenn man sich es in der Realität anschaut. So, wo bin ich? Zu hoch. Da gibt es das Samples-Verzeichnis. So, und da gibt es Patch. Irgendwas mit Patch. Apply-Patch, da ist er ja. Genau, da gehen wir rein. Da ist das Apply-Patch. Ich weiß nicht, was die restlichen tun, keine Ahnung. Und wie man sieht, ich war schon so frei und habe hier das 19.3.0 hier angelegt. Ne? Also, das muss man anlegen. Gut, gehen wir rein, CD 19.3.0. Was brauche ich da drin? Da drinnen brauche ich eigentlich nur zwei so Files, zwei Docker-Files für die Enterprise Edition und die Standard Edition und ein Directory Patches. Okay, was ist in den Patches drinnen? Naja, da ist das Apply-Patches-Skript drin, aber das ist einfach, das kann man 1:1 aus dem 12.2er-Zweig einfach rüber kopieren, da braucht man nichts machen. Und das da, das ist das Directory,
wo dann die Patches drin liegen. Da stellt man einfach die Patches hinein. Und der packt das, dieses Apply Patches, wendet die automatisch an. Der kann das. Ja, das ist sehr kurz. Was macht er? Er geht in dieses Verzeichnis, in das Patches-Verzeichnis hinein, iteriert über diese 001, 002, 003 Directory und so weiter, packt sie aus, stellt sie ein und sagt Patch Apply. Oh, Patch Apply. Ne? Zuerst, und zwar mit Minus Silent. Sehr brutal. Ne? Also er prüft keine Vorbedingungen oder sonst was. Also das kann natürlich höllisch daneben gehen. Auch. Das heißt, das sollte man vorher ausgetestet haben, ob der Patch wirklich mit der Datenbank konveniert. Auf der anderen Seite, wenn es schief geht, haue das Image einfach weg und repariere, was kaputt ist. Das ist das Schöne an der Sache. Also das ist ein ganz simples Skript, das nichts anderes macht, als die Patches auspacken. So, und was habe ich noch geändert? Na, da. Ich glaube, die Standard Edition habe ich gar nicht angegriffen. Da ist das Docker-File. Man sieht, das ist ein bisschen länger als meine Beispiele bisher. Okay, viele, viele Kommentare. Das wollte ich immer schon machen. Das stört mich jedes Mal, wenn ich es aufrufe. So. Genau, das ist hässlich. Pfui. So, viel schöner. Gut. Mach eine Marke draus. Ja, genau. Ja, manchmal schreibe ich auch mit 3 N, das habe ich auch schon zusammengebracht. Gut, das heißt, in diesem Skript hier muss man alles, was 12.2.0 ist, gegen 19.3.0 austauschen. Das war das SED-Kommando, was da am Bildschirm gestanden ist. Mehr mache ich da gar nicht. Sonst da kann man das Skript blind übernehmen. Das ist dieses Docker-File. Und wie gesagt, dieses Docker-File macht nichts anderes, als das Ursprungs-Datenbank-Image zu nehmen, zu patchen und ein neues Image zu erzeugen. So, gut, zurück. Da sind wir. Also wie gesagt, man geht in das Apply-Patch-Directory hinein, macht sich eben ein neues Directory, kopiert halt die Files und ändert 12.2.0 auf 19.3.0, das war es im Docker-File. Damit könnte man jetzt rein theoretisch ein gepatchtes Image erzeugen, man beachtet den Konjunktiv, indem man eben das Build Patched Docker Image.sh aufruft für die Enterprise Edition, für die Version 19.3.0 und gibt ihm halt einen Namen. Ich habe es Aero 19.0716 genannt, weil das der Bundle Patch ist, den ich da eingespielt habe. Ne? Wofür ist die Aero wieder die Abkürzung? Schon vergessen. Das ist jetzt Release Upgrade, genau, danke. Gut, weil es gibt ja keine Bundle-Patches mehr in dem Sinn, aber wurscht. So, warum Konjunktiv? Ganz einfach, weil nämlich das Originalskript vom Herrn Fenzel, das ist das Einzige, was ich ihm wirklich vorwerfen muss, der baut die Datenbank, gut, und dann löscht er alles aus dem Oracle Home raus, was er glaubt, dass er nicht braucht. Also, ist nicht, wenn man braucht, was brauche ich den mitgebrachten SQL-Developer? Kann ich eh nicht starten, ist ja kein X in dem Container drinnen. Ne? Keine Libraries, also geht er eh nicht. Und da, was er sieht, da, ich weiß nicht, was da ist für Software ist. Er haut einiges weg, auch den Apex haut er weg. Fein. Und beim Patchen? Baff, Nase, auffallen. Geht nicht, weil der Patch sagt, das ist aber nicht da, puff, Ende. Und damit kannst du die Patches in die Haare schmieren. Das heißt, Der ursprüngliche Baukasten, den der Herr Fenzel geschrieben hat, löscht leider Gottes Komponenten aus der Oracle-Datenbank auf die aus dem Oracle Home, die nicht gebraucht werden, aber halt mit RM und nicht indem er es deinstalliert oder sowas, sondern er schmeißt einfach brutal weg und damit ist dieser Container unpatchbar. Das heißt, man muss, bevor man das hier durchziehen kann, muss man die Skripts von Herrn Fenzel ändern, damit sie das halt nicht mehr machen. Das heißt, da muss man bereits beim Bauen des ersten Images muss man dafür sorgen, dass das nicht gelöscht wird. Ja. Da sind wir eben gleich beim nächsten Punkt. Raum für Verbesserungen. Da gibt es einiges. Die FRA, also die Fast Recovery Area, wie sie ja seit der F2, glaube ich, heißt. Nicht? Vorher war es ja die Flash Recovery Area.
Das war ja die Geschichte, nicht? In der 10G hat ja alles Flash geheißen. Alles, was neu war in der Datenbank, war Flash. Wurscht, was das war. Wenn sich der Lehrer Ellison ein neues Boot gekauft hat, hat es auch Flash geheißen. Wurscht, ne? Und in der ÖV war es dann ein bisschen peinlich. Also, ist ein bisschen Flash-Recovery, ein bisschen deppert, ne? Blöderweise war aber die Abkürzung FRA schon sehr weit verbreitet. Was machen wir, Fast Recovery. Haut eh nicht hin, weil die internen Parameter heißen nur Flash und so. Also, ja, wurscht. Gut, also das da, alles diese Flash-Recovery, ADR, also sprich die Traces und das ganze Zeugs, und die TNS-Admin liegen innerhalb des Containers bei dieser Variante, die man da von Oracle kriegt. Das ist nett, aber nicht zielführend. Vor allen Dingen beim Neustart, okay, wenn die ganzen Trace-Files verschwinden beim Neustart, stört mich das vielleicht gar nicht. Das ist vielleicht sogar gewünscht. Aber wenn ich dann einen Fehler suche, ist das vielleicht ein bisschen hinderlich. Vor allem, wenn man der Container dadurch abstürzt, dann finde ich gar nichts mehr. Ne? Ist dann eher dumm. Die Frau ist nur besser, weil Backups. Ne? Also, und das ADR ist natürlich, es braucht man auch, Frau braucht man. Und die TNS-Admin, sprich die ganzen Netzwerkkonfigurationen, die möchte man vielleicht doch ab und zu ein bisschen abändern. Also wäre es ganz gut, wenn man zumindest die Fragen des ADR nach draußen legt. Das TNS-Admin kann man sich ja behelfen, man braucht ja nur im Container einfach die TNS-Admin-Variable auf irgendein Volume setzen. Ne? Also die drei gehören nach außen geleitet, sonst kann man es nicht wirklich produktiv betreiben. Definitiv nicht. Backups in die FRA sind damit auch ein bisschen sinnlos. Ne? Und da gibt es ein Skript, das heißt im Install DB Binaries. Der löscht eben diese nicht benötigten Konstanten, Komponenten. Ich habe es aufgeschrieben, Apex, SQL Developer, der Installer. Und ist schön, dadurch hat man ein sehr kompaktes, kleines Image, aber blöderweise eben, wie gesagt, mit Patchen ist dann nichts mehr. Vielleicht hat der Herr Fenzel gesagt, okay, wir löschen das, weil wir brauchen es eh nicht und Patchen braucht eh kein Mensch. Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Gut, das muss man beheben. Das heißt, man muss, bevor man den Baukasten anwendet, das Install-DB Binaries verändern und dann kann man loslegen. Das habe ich halt gemacht. Ich habe massiv veränderte Variante inzwischen, was natürlich eigentlich saublöd ist, weil wenn jetzt eine neue Release rauskommt, muss ich meine Skripts nachziehen auf das. Ne? Also, das ist aber dann mein Problem. Das heißt, es gibt da Raum für Verbesserungen. Wie gesagt, das Paket funktioniert, aber eben das Build-Skript könnte flexibler sein, das ist extrem inflexibel. Erstens hätte ich gern, wenn ich das Build-Skript aufrufe, dann sage ich am ersten, Alter, dort liegen die Binaries, ich möchte sie nicht reinkopieren müssen. Da habe ich aber was gelernt. Man muss es eigentlich reinkopieren, weil nämlich das darf nicht außerhalb des Filesystems liegen. Ich habe es probiert mit einem symbolischen Link. Wenn der Container startet, sieht er keine symbolischen Links, die rausführen. Weil Docker sagt, ein Image muss komplett sein, da muss alles drinnen sein, daher darf da kein symbolischer Link aus dem Filesystem rauszeigen. Das heißt, man muss das ZIP-File irgendwo hinlegen, man kann es mit einem Hardlink machen, der geht nur innerhalb des Filesystems. Es muss nicht in dem richtigen Directory liegen, aber es muss im selben Filesystem liegen. Um das kommt man nicht herum. Das ist Docker-spezifisch. Aber das könnte man parametrisieren. Das nächste ist, die Default-Parameter für die Datenbank sind natürlich auch, vor allem das mit Memory, da bin ich erst später drauf gekommen. Ich habe 32 GB in den Laptop drinnen, der hat man natürlich sofort der Datenbank mit 24 GB gebaut. Das brauche ich jetzt unbedingt. Okay, kann ich nachträglich ändern. Aber eigentlich wäre es doch ganz nett, wenn ich das schon beim Bauen könnte. Also, dass man das als Parameter mitgibt, dass ich generell einfach Parameter gleich mitgeben kann. Im Skript wäre schöner. Das Löschen von unbenötigten Komponenten muss man abdrehen können, sonst ist sie unbrauchbar. Und ich möchte auch genauso die Entscheidung, ob ich jetzt eine Container-Datenbank kriege oder nicht, hätte ich gerne schon gemacht beim Anlegen. Und das fehlt da völlig. Außerdem hätte ich gerne die Sample-Schemas auch, denn wofür benutze ich denn eine Container-Datenbank? Als Prototyp, als Demo, um auf meinem Laptop eine Datenbank zu haben. Und da sind manchmal die Sample-Schemas sehr nett. Die werden auch nicht automatisch mit installiert. Das heißt, das hätte ich auch gerne noch mit drin gehabt. Also alle diese Dinge, ich habe mir es dann eben, wie gesagt, angetan. Ich habe dann die Skripts alle massiv verändert. Aber das Problem ist natürlich eben, wie gesagt, wenn eine neue Version rauskommt,
da muss man sich selber um die Änderungen kümmern. Das ist natürlich ein bisschen fad. Was brauche ich jetzt? Nur wenn ich einen Container löschen will, ich habe einen Container und der ist ein kompletter Blödsinn oder ich brauche ihn nicht mehr, möchte ihn loswerden. Na, als erstes schaue ich mal nach, welche ich habe. Docker Container ls-a zeigt mir alle Container, auch die, die nicht laufen. Und da sehe ich zum Beispiel den hier da und sage mir, oh, der gefällt mir nicht, den brauche ich nicht mehr, weil ich habe inzwischen eine gepatchte Version, den könnte man wegschmeißen. Da muss man natürlich vorher stoppen. Und beim Stopp gibt man halt den Namen des Containers, da ist er, ne? Und dann kann man ihn tatsächlich auch löschen und dann ist er weg. Erst wenn der letzte Container eines Images weg ist, dann kann man auch das Image löschen. Ich habe das immer regelmäßig gemacht, weil ich einfach nicht zu viel Platz brauchen wollte. Daher habe ich immer meine alten Images weggeschmissen, das kann ich schon ziemlich gut inzwischen. Auch das geht einfach. Lustigerweise, für die Container, nochmal zurück, für die Container sagt man Docker Container LS. Für die Images reicht, wenn man sagt Docker Images. Irgendwie nicht ganz konsistent, aber es ist halt so. Und da sieht man dann irgendeine lustige Image-ID und mit der bewaffnet kann man sie dann löschen. Kann man sagen, Docker RMI, RMI ist das Kommando zum Image-Löschen und der löscht dann alle abhängigen, also alle Dinge, die dann auch noch dazugehören. Das sind 20, 30, 40 Stück im Fall vom Oracle-Image, weil das ja relativ groß ist. Und klarerweise, wenn es noch einen Container gibt, der das Image benutzt, dann sagt der Docker, na, das geht jetzt nicht. Mit einer passenden Fehlermeldung. Jo. Docker gilt nicht als Hard Partitioning. Das heißt, wenn ich auf einer Maschine eine Datenbank in einen Container laufen habe, dann muss ich für die gesamte Maschine Lizenz bezahlen. Das könnte dann ungut sein. Also es ist kein wirklich, also um Lizenzkosten zu sparen, ist Docker kein Mittel, definitiv nicht. Man braucht auch eine Lizenz für die gesamte Maschine und der Rest ist halt, ja, please contact the friendly salespeople at Oracle. Das heißt, für komplexere Szenarien muss man sich sicher mit denen was aushandeln. Das ist definitiv nicht vorentschieden, wie das dann weitergeht. Das heißt, ich denke da eben zum Beispiel Softwarehersteller, die quasi die datenbanksamte Applikation mit ausliefern. Da macht der Container zum Beispiel wirklich einen Sinn. Und da müsste man dann halt noch im Vorfeld klären, ob das eh mit der Lizenz abgedeckt ist. Gefühlsmäßig würde ich sagen, ja, aber das ist leider vor Gericht eine schwer haltbare Aussage. Gut. Ja, das ist natürlich wieder das übliche rechtliche Minenfeld, klarerweise. Das ist mal, also als Verantwortlicher für Oracle-Projekte bei größeren Firmen, glaube ich, ist man das eh gewöhnt. Das sind eh leidensfähig. Das sind vermutlich die Leute, die dann in ihrer Freizeit als Domina arbeiten, damit sie sich irgendwie auch reagieren können. Okay, nein, ich will jetzt niemand diskreditieren. Wie schaut es aus mit der Performance? Nachdem man natürlich nur sinnvollerweise die Datenbank in einem Volume betreiben kann, also nicht im Container, wird es relativ einfach. Wie gesagt, innen drinnen benutzt es eben sein hierarchisches Filesystem, das Copy and Write betreibt. Bei den Volumes gibt es seit der 17.04, vorher sollte man nicht arbeiten, die ist eh schon relativ alt, drei Optionen, mit der man das steuern kann, wie die Volumes gehandhabt werden. Der Default-Zustand ist consistent, das ist aber für die Datenbank nicht gut. Also nicht der beste. Consistent heißt, das Filesystem von innerhalb des Containers schaut immer genauso aktuell aus wie außerhalb des Containers. Das heißt, es wird alles immer synchronisiert. Das heißt, außen sehe ich genau dasselbe, was ich innen sehe. Ist klarerweise praktisch und schön konsistent, aber für eine Datenbank eigentlich nicht notwendig, denn von außen greife ich auf die Data-Files nicht zu. Ich greife nur von innen zu. Bei einem RAG schaut es vielleicht anders aus, aber bei einer Single-Instanz greife ich wirklich nur von innen zu. Das heißt, consistent ist nicht das Wahre. Cached, das heißt, nur die Außenansicht wird die ganze Zeit aktualisiert. Das bringt mir noch weniger, das brauche ich nicht. Delegated, das ist es. Das heißt, ich muss die Volumes für eine Oracle-Datenbank delegated betreiben. Könnt ihr euch erinnern? Das ist auf einer Folie vorkommen, das gestanden. Genau daher kommt das. Das heißt, die Innensicht muss Vorrang haben und dann passt es. Ne? Dann wird halt der wenigste Aufwand betrieben, der notwendig ist. Wie kann ich jetzt sein Image überhaupt sichern? Da gibt es auch seit welcher Docker-Version auch schon einige Zeit den Export. Mit dem kann ich einfach ein
ein komplettes Image in ein TAR-File verwandeln. Klarerweise kann man da dazwischen auch noch den XZ oder den XC oder irgendein Komprimierungsprogramm hängen, damit es komprimiert wird. Das kann länger dauern, weil das mitunter umfangreicher ist, weil da wird wirklich das gesamte Image einfach in ein TAR-File gepackt und das kann ich klarerweise mit dem Import auf irgendeiner anderen Docker-Engine wieder importieren und dann ist es wieder da. Schöne Sache das. Und der Grund eben, warum zum Beispiel Docker es nicht will, dass man beim Image-Bauen auf Komponenten zugreift, die außerhalb vom Filesystem liegen, ist, damit dieser Export garantiert in sich konsistent bleibt. Der muss konsistent sein, damit, wenn ich den einspiele, dass der auch wieder funktioniert. Alternativ kann man den Import klarerweise dann gleich über einen Webserver machen, also dass man das TAR-File dann über einen Webserver zur Verfügung stellt. Damit kann man zum Beispiel automatisches Deployment für Clients einrichten, ohne großen Aufwand. Kleiner Webserver eingerichtet, geht schon. Gut, also wie gesagt, Export-Import, einfache Geschichte, Zeit dauert halt. Ich habe das auf einer relativ langsamen Maschine auch gemacht. Das war eh schon noch 6 Stunden fertig. Die war wirklich, ja, die war sehr langsam. Ich glaube, die kriege ich Junge damit. So während ich Kurs gehalten habe, habe ich so nebenbei laufen lassen, dann machst du es geschwind und nach dem nächsten Kapitel, dann nach dem übernächsten, nach dem überübernächsten, nach dem Mittagessen. Wozu brauchen wir das? Die Travnicek-Frage. Was brauche ich das? Demosysteme, klarerweise, um schnell eine Datenbank aufzustellen, ohne groß Rücksicht nehmen zu müssen, was für ein Betriebssystem habe ich da gerade drunter. Ist das jetzt da die richtige Oracle-Linux-Version? Ist das ein Red Hat? Ist das ein CentOS? Ist das wie in meinem Fall ein SUSE Leap oder ein SUSE Tumbleweed oder ein Ubuntu? Oder was anderes, ne? Egal. Sofern die Infrastruktur halbwegs passt und auch eine Docker-Software da ist, wird es ziemlich wahrscheinlich funktionieren. Entwicklersysteme typischerweise. Nicht? Wenn ich einen Entwickler eine Datenbank zur Verfügung stellen muss, damit er sein Programm testen kann, ne? Dann verpasse ich mein Image einfach. Ne? Halt auf irgendein System, wo ein Docker rennt. Immer um auf Fremdsysteme was laufen zu lassen. Wie gesagt, das war. Der Vorgänger-Laptop, den habe ich mit Fedora laufen gelassen. Da war das Installieren der Oracle-Datenbank auch relativ unproblematisch. Aber alle anderen vorher, die ich größtenteils mit Ubuntu laufen lassen waren, die Pest persönlich zum Oracle installieren, mit einem Container, Kleinigkeit, wirklich eine Kleinigkeit. Ich habe mich für die SUSE eigentlich deswegen entschieden, weil die Fedora hat sich aus irgendeinem Grund gewehrt, da auf meinem Laptop zu laufen. Da war dann noch 2 Stunden, war ich dann so grantig, dass ich gesagt habe, dann halt kein Fedora und habe das genommen, was da mitgekommen ist und das war ein SUSE. Und dann habe ich mir gedacht, ja, SUSE, nah genug an Red Hat dran, also da wird die Datenbank schon funktionieren. Die Entscheidung hätte ich mir sparen können, weil inzwischen mit dem Container geht es wirklich schön. Das ist gut. Und das, was wir schon angesprochen haben, was hier noch nicht steht, ist eben, wenn ich als Softwarehersteller die Software mit der Datenbank bundeln muss, könnte das als Container eine interessante Option sein. Weil vor allen Dingen dann das Patchen nämlich auch recht nett ist. Man schickt einfach einen neuen Container aus. Ne? Braucht nicht vor Ort patchen. Ja, wenn ich ein Image nicht mehr brauche, kann ich es leicht wegwerfen. Ich kann es leicht verteilen. Ich kann es mehrfach starten, wenn ich will. Das Aufräumen ist auch sehr einfach. Ich brauche nicht an 17 Stellen im Filesystem suchen. Ich schmeiße einfach das Image weg. Ich stoppe den Container und haue den weg. Geht alles. Und ich kann aus Sicherheitsgründen natürlich einen Container mit wirklich nur dem Notwendigsten starten, was wir da ja gesehen haben. Das heißt, wenn einer in meinen Container einbricht, der wird sich schon wundern, wenn er dort ein vollständiges Betriebssystem erwartet. Da findet er nichts. Kein C-Compiler, nicht einmal den LESS, keinen VI, gar nichts. Das heißt, da tut sich ein Einbrecher von Haus aus schon etwas schwerer. Klar, absoluter Schutz ist das keiner und dafür bringen halt Container möglicherweise auch die Gefahr, dass jemand von einem Container in den anderen einbrechen kann, das ist nicht hundertprozentig gesichert. Also auch da gibt es dann selbstverständlich wieder potenzielle Gefahr, wie überall. Ja, auch die Programme, die nur der Installer benötigt, können wegfallen. Der Linker. Den Linker brauche ich nicht mehr. Ein Relink kann ich sowieso im Container nicht machen. Ein Relink muss ich sowieso ein neues Image bauen. Das ist halt der Nachteil.
aber man wird dann ziemlich gut im Container bauen. Auf der anderen Seite, klarerweise könnte man das Ganze noch weiter in die Höhe bauen. Sprich, es gibt ja diverse Software, die dann aufbaut, Kubernetes zum Beispiel, die das abstrahiert, die das Bauen von Containern automatisieren kann, wo man dann anstatt, dass man halt Shell-Skripts hackt, baut man irgendwie Config-Files, denn Kubernetes muss man sich komplett anlernen, das ist ein komplett eigenes Universum mit seinen eigenen Konfigurationen und vor allem die Begrifflichkeit muss man dort einmal Intus kriegen, da gibt es selbstverständlich auch wieder den Begriff einer Instanz und diverse Begriffe, die schon für uns mit was anderem vorbelegt sind. Also da ist dann der Aufwand schon um einiges höher. Das eignet man sich nicht gleich so schnell an, da braucht man schon ein bisschen länger. Aber das ist für große Infrastrukturen dann natürlich interessant. Wenn es wirklich nur darum geht, die Oracle-Datenbank zu containerisieren, ist das ein höllischer Overkill, da brauche ich das nicht. Aber da hat sich schon eine komplette Infrastruktur ausgebildet. Das hat zur Folge, dass Leute, die sich damit auskennen, zurzeit am Arbeitsmarkt heiß gehandelt werden. Weil zuerst haben sie alle draufgekommen, dass das urcool ist, das braucht man, dann sind sie draufgekommen, holla die Waldfest, kennen sich kein Schwein aus damit. Sowas blöd so war. Ne? Und damit sind wir ans Ende des Vortrags gelangt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.